Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Die Herbstabschlussrunde, meine Lieben. Ich streife hier gerade nochmal über unser Land. Schau nach dem Rechten, denn wir treten in den zweiten Winter ein. Und wenn das ein schöner Wintertag wird morgen, also viel Sonne und kalt, dann geht es für uns auf die Jagd Kapitel 6 erledigen. Sobald wir nämlich Kapitel 6 erledigen, kommen wir wieder unserer Inga näher. Wir warten ja auf Kapitel 9, dass wir endlich heiraten können. Und ich würde schon gerne im dritten Jahr die Inga hier rüberholen. Hühnerstall haben wir schon aufgebaut. Dass er auch ein Handwerk hat oder beziehungsweise eine Arbeit hat. Guck mal, Radegunde hat schon gut gearbeitet hier, ne? Man müsste jetzt natürlich mal schauen, wie viel Zwiebelfleisch die sich genommen hat für die eine Reihe und dann müsste man nochmal neu verhandeln. Sollen wir kurz bei ihr vorbeigucken? Komm, wir gucken mal kurz, ob es ihr gut geht. So, dann gehen wir gleich pennen, dann rüsten wir uns aus für die Jagd. Ganz zuvor möchte ich aber nochmal am Hühnerstall eine Kleinigkeit machen. Soll ja schön sein, wenn Inga rüberkommt. Radegunde, sie schläft, glaube ich. Komm, wir gucken mal rein. Und dann hört die Musik im richtigen Moment auf, ne? Wenn die hier... Radegunde. Ja, sie schläft friedlich. Komm, wir lassen die in Ruhe. Ist schon ein bisschen creepy, ne? Wenn der Chef da nachts... Rade. Ich habe doch ein Karotten... Karotten? Waren nicht Karotten im Winter? Oh, da müssen wir gleich mal gucken. Also, zwei Aufräumarbeiten habe ich noch. Und ich will auf jeden Fall morgen mit euch noch geschwind am Hühnerstall was machen. Jetzt packe ich kurz unsere Lebensmittel weg, dass sie mir nicht spoilen im Inventar. Und dann schlafen wir und dann gucken wir gleich mal, ob Radegunde das Karottenfeld vielleicht anlegt für uns. Müsste die das dann automatisch, aber woher will die wissen, wo ich Karotten drin haben will? Wir haben ja noch kein Geschäftsmeeting gehabt. Mal sure fix hier mit der Radegunde vielleicht. So, das kommt dann nachher alles weg, soweit sind wir. Oh, und meine Lieben, erinnert ihr euch, in diesem Jahr haben wir uns irgendwann Handschuhe genäht in unserer kleinen Näherei. Die werden wir diesen Winter das erste Mal tragen. So, wir machen uns natürlich jetzt hier ein Feuerchen. Das war morgen früh nicht gleich irgendwie, ne? Ja, komm, wird gerade Zeit, die Gruselmusik läuft an. Ah. Tadam, der zweite Winter. Herzlich willkommen, meine Lieben. Das dritte Jahr kommt näher. Radegunde? Ey, die ist genauso früh auf wie der Kabo. Ich ziehe mir aber erstmal was an, bevor ich da Radegunde jetzt gleich sage, was sie tun muss. Nimm das mal alles rüber. Im Moment habe ich nämlich noch gar keine Ahnung. Dicke Lederhandschuhe. Erstmals dieses Jahr. Bam. Fellstiefel brauchen wir. Die Haube, die Pelzkapuze müssen wir anziehen und Rasimirs Kniehose. Die Kniehose macht 5 und 10 und diese Hose macht 5 und 15. Echt super. Lässt er die Haube auf, während er die Wintermütze anhat? Scheinbar, gell? Also die Doppelhaube machen wir rüber. Dann hauen wir unsere Hosen rüber und die Geschichte rüber. Was brauche ich denn hier? Steinmesser? Das will ich übrigens mal ganz kurz... Das soll jetzt alles mal so ein ganz kleines bisschen... Hier sind nur unsere Klamotten drin, ne? Ah! Radegunde? Ach so, weil ich im Menü war. Jetzt geht's wieder los mit Steine sammeln. So, pass auf. Ein bisschen Ordnung muss sein, weil wir werden nämlich jetzt bald noch mehr Leute zu uns holen. Flax hat hier nichts zu suchen. Diese Sachen, die ich in irgendeiner Form verarbeiten kann, lasse ich jetzt mal hier drin. Und packe hier dazu unser Leder. Und... Das war es auch schon. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Da möchte ich eigentlich nur fertig gebaute Werkzeuge und Waffen drin haben. Das heißt, das räumen wir aus. Jetzt bin ich schon zu schwer. Gehen wir kurz ins... Die läuft da, Leute. Rade, mach schon die Karotte. Ich kümmere mich ganz kurz um den Hühnerstall, gell, Rade? Die geht wirklich an das kleine Feld davor. Ja, aber die weiß doch gar nicht, dass ich da Karotten drin hatte. Vielleicht gehen die NPCs auch her und schauen, was fällig ist in welcher Jahreszeit. Wenn Samen da sind, gehen sie los. Aber dass sie das Feld jetzt rausgesucht hat, die düngt gerade, gell? Ah, das beobachten wir mal, gucken, was sie macht. Ich finde es schon toll, dass überhaupt einer über den Hof läuft und mitarbeitet, ne? So, Leute, pass mal auf, wir gehen ganz kurz durch. Hier müssen tatsächlich Rundhölzer, Steine, Stroh, alles, was in irgendeiner Form verbaut werden kann. Dann haben wir das hier drin, Werkzeuge haben wir dann im Werkzeugschuppen. Hier haben wir natürlich die Werkzeuge drin, die wir brauchen für den Acker. Da habe ich jetzt aber hier nichts mehr, ne? Rüber kann. Der Flachs gehört meiner Meinung nach auch hier in dieses Lager. Was nicht reingehört, ist der Holzhammer. So. Ja, guck mal, die bestellt das Feld. Rate, wieso hast du kein Kepler? Aber sie hat einen Pelz umgelegt, ne? Sehr geil. Komm nochmal zurück. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Alter, wir machen das heute mit der Jagd, ne? Wir müssen da halt ein bisschen durchs Land hetzen. So, die Sticks hätte ich gerne auch noch rausgehabt. Ich bin jetzt aber wahrscheinlich gnadenlos zu schwer. Ha, in dem Fall würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Schuppen drüben. Ich bemühe mal die Pfeiltaste. Bis gleich. Ich habe mal Werkzeuge und Waffen jetzt drüben, alles in der Werkstatt liegen. Jetzt muss ich mal gucken, die scheint nämlich fertig zu sein mit dem, was sie hier machen wollte. Die hat Karotten angepflanzt, guck mal.
Radar? Wie geht's dir heute? Plus 10. Ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Okay, wieso ist die Zustimmung nur auf 50? Nee, das mit dem Gerede machen wir jetzt nicht. Guck mal, vielleicht macht sie noch irgendwas. Vielleicht ist sie auch schon durch für heute. Pass auf, was ich eigentlich machen wollte. Deswegen laufe ich nämlich jetzt hier noch rum und bin noch nicht bei der Jagd. Wir machen den auf die 1. Die Sticks müsste ich dabei haben. Genau. Aber den brauchen wir hoffentlich nicht. Wenn ich alles richtig mache, brauchen wir nämlich jetzt nur anzeichnen. Und zwar möchte ich den Hühnerstall so ein ganz kleines bisschen vom Dorfgeschehen abgrenzen. Nicht einzäunen, sondern einfach nur abgrenzen, sodass den Hühnern klar ist, später, das ist mein Bereich. Würde ich bis hierher machen und würde den Bereich noch mit reinnehmen. Ich hoffe natürlich, dass der Stall funktionell ist durch die hohe Mauer vorne. Ich habe aber bei Inga im Dorf gesehen, dass die Hühner da hüpfen, also die hüpfen schon ein bisschen mit, ne? Ich glaube, ungefähr bis hier müssen wir es machen. Komm her, wir hämmern das mal kurz dran. Einmal. Müssen wir mal gucken, ob wir dann irgendwann einen schöneren nehmen. Und vorne hätte ich gerne noch zwei Zaunelemente links und rechts jeweils eins angebracht, dass die Hühner so für sich sind und dass aber unsere Inga dann da reinlaufen muss, irgendwie. Dass es ein bisschen abgegrenzt ist. Wie ein eigenes Gebäude, weißt du? Ist zwar ein eigenes, aber ihr wisst, was ich meine. Ich laber halt. So, stopp. Hol mal ein bisschen Luft, Digga. Willst du erst anzeichnen, bis du wieder voll da bist? So, der rat sie mir. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir das so nah wie möglich. Oh, das geht nicht. Das snappt hier nicht. Und hier? Ja, so, damit kann ich, glaube ich, leben. Einfach so, weißt du? Gucken wir mal. So ist okay. Wir müssen natürlich dann nächstes Jahr gucken. Im Frühling denke ich doch mal, dass wir unsere Biberlin holen können, oder? Holen wir uns drei Stück. Das sind 1500 Gold. Mal gucken, ob wir die zusammenkriegen, weil Steuer fällt nämlich auch wieder an. Ja, wenn wir schon hinkriegen, wenn nicht, machen wir den Bärensammler, oder? Machen wir halt einen, opfern wir halt einen Tag im Frühling oder im Sommer, wo wir dann Bärchen holen. Boah, ist immer so schnell durch hier, wenn er ein bisschen was schafft, ne? So, was denn? Kommt die dann später hier rüber geschnalzt? Macht ihre Arbeit und ich nehme an, die Hühner, die können hier dann schon hochhüpfen. Wenn nicht, baue ich es um. So, letzte Maßnahme. Dann schnappen wir unsere Speere. Ich nehme Speere mit für die Jagd, aber auch den Bogen zum ein bisschen üben, wenn wir schon unterwegs sind. Was zum Essen, was zum Trinken. Na, hau mal ab, oder? Fräulein, wie sieht's denn aus mit Feldarbeit? Sag mal, jetzt muss ich doch mal gucken. Aber die könnt ja oben das Feld weitermachen in der Zeit, oder? Ich habe Arbeit für dich. Scheune. Detail. Gebäude auswählen und da ist dann immer Scheune nicht mit drin, gell? Das heißt, ich muss wahrscheinlich Radegunde, Detail, Scheune, löschen, Arbeitsplatz zuweisen. Kann auch sein, dass man das jetzt jedes Mal... Warte mal geschwind. Bist du jetzt bela... Alter, Chef, geh aus dem Weg, ich geheim, ich stehe doch nicht im Schnee hier rum. Alterle, die war ja schon fast aggro. Detail, Arbeitsplatz zuweisen, das ist, glaube ich, noch ein bisschen verbuggt, ne? Arbeitsplatz zuweisen, Scheune, Arbeit zuweisen, Feldarbeit. Ich glaube, dass die vielleicht lieber was anderes arbeiten würde, ne? Ey, Alter, da müssen wir drauf achten, dass ich hier nichts durcheinander bringe, ne? Ah, sehr schön. So, komm, wir präparieren uns, dass wir heute wenigstens noch irgendwas gejagt kriegen. Gehen wir zum Sambor hoch. Das sind ja normalerweise die Wölfe. Fangen wir mit denen an, oder? Jetzt pass auf. Werkzeuge aller Art dann hier rüber. Trinkschlauch habe ich am Mann, müssen wir nur auffüllen. Sticks kommen gleich ins Lager. Das mache ich noch eben, sonst bin ich gleich wieder überladen. Außerdem muss ich ein Auge drauf haben, was Radegunde macht. Ich glaube, die geht hoch und macht tatsächlich am Flachsfeld weiter. Das wäre mal halt arg recht. So, meine Lieben. Sticks rüber. Jetzt haben wir nur den Trinkschlauch drin. Was brauchen wir für die Jagd? Speere. Eine Axt nehmen wir uns mit, falls wir Nachschub besorgen müssen. So, pass auf. Den Bogen haben wir gesagt, wollen wir heute probieren. Aber die Speere sind in unterschiedlichen. Ich würde sie am liebsten alle mitnehmen. Und zum Ausweiten natürlich Steinmesser. Und wir nehmen uns die Axt mit und die. Eisenbolzen, das war das Falsche, ne? Eisenpfeile nehmen wir mit. Und die 12 Dinger und die Fackel, falls ich später nach Hause komme. Wie schwer bin ich jetzt? Oh, ja, doch einiges hier. Wiegt schon einiges, ne? So, Bogen auf die 1, Speere auf die 2. Steinmesser brauchen wir nicht. Axt auf die 3, Trinkschlauch auf die 4. Holen wir uns im Schuppen noch was zum Essen und dann hauen wir ab.
Jo, die ist wieder oben am Flachsfeld. Zweite Reihe macht sie heute. Aber hätte die zweite Reihe jetzt auch gemacht, hätte ich nicht nochmal drauf gedrückt? Fragen über Fragen. Das Fleisch müssen wir noch rausbringen. Oh ja, ganz wichtig. Vagerich. Vagerich und zwei, machen wir mal drei Fleisch mit Soße. Weil bei Wölfen weiß man es nie. Komm, wir gucken mal bei ihr vorbei, dann gehen wir zum Sambo. Sambo, schalalila. Oh, die Arme. Wieso geht die so weit in die Hocke? Das tut mir richtig in den Augen. Du musst ein bisschen auf der Länder achten. Radegunde, holst du mal noch einen Pelz oder raus oder Fleisch, Süpple? Geh weg, sonst schaue ich dir die Hacke ins Gesicht. So, fahren wir ab, Leute. Gehen wir am kleinen See oben vorbei bei unserer Jägerhütte. Es schneit gerade richtig toll. Letzten Winter habe ich den Schneeeffekt nicht so gemerkt wie jetzt. Guck mal, du läufst hier so als Jäger. Nehmen wir mal den Bogen in die Hand. Ah, die Pfeile muss ich noch ausrüsten. Fangen wir mal mit dem Billigen an, oder? Steinpfeile ausrüsten, zack. Und? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Schön, oder? Es ist nicht so sonnig wie letzten Winter, aber absolut cool. Coole Geschichte. So. Hier ist auch leicht gefroren, ne? Füllen wir mal den Dinger auf. Der Schlauch der Welt. Und wir trinken mal noch einen kleinen Schluck. So. Also gut, dann fahre ich. Ich würde sagen, wir gehen nochmal am Wagen vorbei. Wir gucken mal, nicht, dass da jetzt wieder was liegt. Solange das so ist, sollten wir uns die Sachen vielleicht nehmen. Ahornzweig. Ja, guck mal, das liegt irgendwie immer da, gell? Ich habe nur keine Armbrust. Die Haube. Münzen. Aber jetzt ist der Schlauch dafür nicht mehr da. Ich glaube aber, dass ich das letzte Mal die Sachen nicht gesehen habe ordentlich, ne? So, meine Lieben, es geht los. Es ist zwar noch kein Wolf. Dass ich das jetzt hier gesehen habe durch die Witterung, ist also auch schon... Jetzt guck mal nochmal, wie nah wir rankommen, wenn ich schleich. So, jetzt das erste Mal, dass ich mit dem Pfeil probiere, ne? Getroffen habe ich es, glaube ich. Probieren wir mal nochmal. Ich müsste vielleicht tatsächlich mir die Zielscheibe bauen. Daneben, Alter, aber wie? Aber ich kann meinen Pfeil nochmal aufnehmen. Oh, das ist gut. Ist gut zu wissen. Alter, ist der weit darüber gegangen. Guck mal. Den brauchen wir, Leute. Den weiß ich auch nicht, ob wir den so leicht finden. Ich nehme auch an, der rennt nicht weg von mir. Wiesent. Die tun mir ein bisschen leid schon wieder. Eigentlich tun mir die ganzen Viecher immer leid. Aber Inga, der war super. Du musst viel weiter vorhalten. Oh, der braucht mehr. Ey, wie ein Stierkampf, üble Geschichte. Ich könnte eigentlich auch den einfach nur ausnehmen, ne? Dann kriegst du, glaube ich, die Speere automatisch wieder rein. Einer von zwei haben wir jetzt. Hey, wir müssen die Quest im Winter jetzt erledigen. Komm, sind wir uns einig? Ohne geht's nicht. Ist jetzt das... Da ist schon das zweite. Dann haben wir die schon hinter uns. Komm, dann tut's nicht mehr so weh. Das greift noch nicht mal an, gell? So übel. Komm, wir gucken mal, ob das auch stimmt, was ich erzähle. Speere stecken noch drin. Wiesent haben erledigt. Ab sofort töte ich keine Wiesent mehr in meinem Spiel. Auch wenn wir am Verhungern sind, nicht. Sollen wir gleich mit den Hirschen hier weitermachen? Ich meine, das ist ja das Jagdgebiet im Moment, ne? Das war das Highlight. Du musst viel weiter hochziehen noch, ne? Ob der zur Ruhe kommt noch oder ob er über alle Berge haut? Out of sign. Ich gehe nochmal hinterher. Ich glaube, da hinten hat er sich jetzt zur Ruhe. Also entweder hat er mein... Da ist er. Das heißt ungefähr... Digga! Ich muss ja um meine Speere wieder einsammeln, sonst haben wir gleich keine mehr. Alterle! Ja, ja, ist gut, Rasimir. Rasimir mehr, Mann! Ne, der hat uns jetzt auf dem Kieker. Sobald das Viechle sieht, dass ich komme. Ich muss jetzt eigentlich schon schleichen. Aber da brauchen wir ja 10. Wieso wollen sie da gleich 10 Rehe? Der hätte doch gereicht. 3 oder so.
Gott sei Dank haben wir die Sicht mit dem Speer. So langsam. Da ist er schon. Okay, den haben wir. Ey, was, was man genau will, kriegen wir heute sehr, sehr viel Fleisch, Leder und Fell zusammen, ne? Okay, aber ich würde sagen, wir gucken eher mal nach den Wölfen. Die da, die rennen ja hier massig rum. Die kann ich ja dann auch so zwischendrin mal machen, ne? Hier waren ja die Wölfe, ne? Da vorne ist einer. Ein Wolf sehe ich schon. Ich würde ja trotzdem gerne gucken. Wir haben ja Wegerich dabei. Lass uns mal einen Wolf mit Pfeil und Bogen probieren. Die Frage ist halt, treffe ich überhaupt? Der macht voll den kleinen Schnalzer nur, gell? Oh Gott, er hebt schon die Pfote. Aber offensichtlich habe ich nicht nur daneben geschossen. Sehen wir ja gleich, wenn ich den jetzt ausnehme. Jetzt habe ich den Pfeil eingesammelt. Ich glaube, der eine Pfeil war es, oder? Ja, ja, das haben wir gedacht, das haben wir gedacht. Tut mir leid, Alter. Ich mag ja Wölfe wie Sau. So blöde Quest. Jetzt muss ich erstmal alles einsammeln und dann machen wir mal Inventur. Ich habe bestimmt nämlich alles schon im Wald reingebollert jetzt. So, pass auf. Erstmal gucken wir hier. Da liegt noch jede Menge. Und ich sollte gucken, dass ich... Der Holzspeer, das war klar. Hier haben wir nochmal einen Steinpfeil. Wir werden uns im Frühling die Dings aufsetzen, meine Lieben. Die Zielscheibe. Und dann üben wir mal mit dem Bogen. Weil dann siehst du, wie weit muss ich vorhalten, wie viel verwackelt der. Und dann ist gut. So, ein Wolf noch. Und ein Bär, den würde ich heute gerne in der Folge noch erledigen, den Part. Dann kann ich auf dem Rückweg noch ein paar Rehe machen, ne? So Sambolle. Ich probiere trotzdem wieder hier. Und ich muss tatsächlich, bevor wir es vergessen, mache ich immer gleich einmal... Ne, mach zweimal. Du kriegst nur 10 Leben zurück. Geh doch als da oben drauf, dann ist es schneller. Wir müssten nach dieser Jagdquest doch eigentlich auch die Tierpferdensicht bekommen, oder? Die Musik passt auf jeden Fall gerade. Vorne rennt er im Wald rum, der Sambi. Sambo, Mambo. Sambo, mein Freund, ich habe 2 Wölfe auf dem Weg hierher erledigt. Stopp! Hey, hast du einen Moment Zeit? Ich hoffe, dir geht es gut. Plus 5, zeig mir deine Ware. Getrocknetes Fleisch, Leder, er hat jetzt nichts, was ich brauche. Die Pfeile, das haben wir ja schon rausgefunden, ist nicht so. Ist gut, ich werde gehen, mein Freund. Aber... Hast du mir heute nichts rausgelegt? Nee, ich habe schon alles abgeräumt. Ganz doof ist er ja dann auch nicht. So, meine Lieben, pass mal auf. Da machen wir nämlich jetzt Folgendes. Irgendwo hier drin waren doch das letzte Mal noch ganz viele Wölfe, gell? Ein Wolf fehlt und natürlich auch der Bär. Erster Wintertag, Jagdausflug. Daheim werden die Felder bestellt. Mittelalter kannst du aushalten. So, jetzt hoffe ich halt, dass wir nochmal einen finden hier, ne? Will ich mir gleich mal ein paar Speere noch bauen? Ich glaube, ich will. Leute, ich glaube, ich will. Was wir haben, haben wir. Weil ich stehe nämlich beim Bär dann nachher da und habe die ganzen Sachen rauskauen. So. Speere sind immer noch recht materialintensiv, wenn man es überlegt, ne? So, einmal die Speere, Bäre. Hey, aber guck mal, die Wiesen haben wir Glück gehabt. Die standen direkt vor Ort. 2 Wölfe haben sich auch direkt angeboten. Den Bär muss ich suchen, den finden wir aber heute. Man muss sich mal gucken, dass ich so nach dem nächsten Wolf einfach mal in den Norden gehe, ein bisschen rumschlänze. Da werde ich den einen oder anderen Schnitt vielleicht noch mitmachen, bis wir den gefunden haben. Und dann passt es schon. Den Wolf müsste man eigentlich hier abstauben. Da vorne ist der Wolf. Ich würde aber schon nochmal probieren mit Pfeil und Bogen, ne? Aber denk dran, der macht ja so einen Riesen. Pass mal auf, jetzt ziehe ich mal absichtlich ganz hoch. Ist nur eine Übungssache.
Wir haben jetzt nur noch offen 9 Hirsche, nur, und den Bär. Ich würde sagen, wir suchen uns den Bär. Irgendwo im Norden wird ein Bär sein. Ein Steinpfeil ging daneben. Ich nehme an, wir müssen nördlich, oder? Lasst uns mal in die Region gucken. Hier, ne? Da gehen wir jetzt hin. Vorne am Wasser vorbei, trinke ich was, dann essen wir mal ganz kurz. Mit dem Speer komme ich momentan besser klar wie mit dem Bogen. Vielleicht ist aber auch später der Langbogen eher die Waffe, mit der ich mich glücklich fühle. Können wir uns ja als Ziel nehmen, dass wir uns einen Langbogen noch besorgen, ne? So, jetzt kommen wir in dieses Sumpfgebiet. Was rennt denn da hinten rum in dem Sumpf? Habt ihr es auch gesehen? Da ist irgendein Tier durch, gell? Ein Schwein. Ja klar, da hätte ich jetzt eigentlich die Schweine auch vermutet. Ist jetzt aber kein Bär, oder? So ein kleiner vielleicht? Komm her, wir gucken mal, ob das Eis ist. Nee, man kann trinken. Einmal die Geschichte. Einmal ein Brocken was zum Essen. Ich bin natürlich jetzt überladen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Fleisch mit Soße haben wir uns extra mit. Und Dos Wegerich. Dos Wegerich, por favor. So, dann würde ich sagen, dann schlappe ich jetzt einfach mal hier durch das Sumpfgebiet durch. Wenn was ganz Schlimmes passiert, hole ich euch natürlich dazu. Ansonsten würde ich sagen, wenn ich hinten wieder rauskomme, an diesem nördlichen Hang, wo der Berg ist, dass wir da nochmal gemeinsam auf die Suche gehen. Vielleicht finde ich ja unterwegs jetzt auch nochmal das eine oder andere Reh, ne? Kleine Planänderung, ich muss mal ganz kurz daheim ausladen. Ich bin fast überladen gewesen, ich habe jetzt schon ein paar Sticks rausgeschmissen. Wir stärken uns kurz. Und ich treffe euch dann morgen früh, also heute in der Folge morgen früh, oben im Norden. Nach dem Bär müssen wir suchen. 5 Hirsche sind es jetzt insgesamt geworden. Jetzt bin ich mal auf die Ausbeute gespannt. Wir müssen natürlich ganz kurz gucken, ob Radegunde, ob da alles in Ordnung ist. Dann schlafen wir, stärken uns und dann gehen wir nochmal frisch los. Allerdings hole ich euch dann oben ab. Jetzt wird es kurz dunkel, ich habe nämlich keine Fackel mit. Pass mal auf, Fleisch haben wir jetzt bekommen durch diese Jagd. 47 Stück. Die Fleisch mit Soße packe ich jetzt einmal hier rein, geschwind. Wegerich auch. Ey, guck mal, 20 Pelze und 21 Leder hat uns das gebracht. Respekt. Die wird schlafen, oder? Ja, die schläft schon. Die ist müde von der Arbeit. So, meine Lieben, gehen wir gemeinsam in den zweiten Wintertag. Schauen wir mal, vielleicht scheint ja heute die Sonne. Oh ja, ich sehe schon die ersten Sonnenstrahlen reinlinsen. Radegunde, einen wunderschönen guten Morgen, Arbeit, Arbeit. Alter, die hat 3 Reihen jetzt, oder? Ne, es sind 2, oder? Ja, die das ganze Feld durchgepflügt, als ich unterwegs war, guck mal. Heia. Wow. Die hat das ganze Feld gemacht. Junge, Junge. Respekt, oder? Ich habe jetzt halt Angst, sie dem Hühnerstall zuzuweisen, weil noch keine Hühner da sind. Und ein bisschen Panik habe ich, dass sie mir jetzt da oben Karotten reinballert. Ne, da steht sie, Leute. Ich glaube, die weiß noch nicht so richtig. Radegunde, du siehst heute irgendwie anders aus. Die war doch nicht so dunkelhaarig, oder? Hast du einen Inger? Hast du einen Moment Zeit für mich? Wie geht's dir? -5. Ich könnte gemütlich Ort in der Näherei arbeiten. Alles klar. Ich kann ja jetzt, wo die Felder erledigt sind, ich muss ja nichts mehr machen. Wollen wir mal ganz kurz gucken, dass wir hier im... Die machen wir weg. Dann weisen wir ihr den neuen Arbeitsplatz zu. In der Näherei. Ich habe nur keine Ahnung, was er da jetzt dann treiben wird. Aber so finden wir es raus, oder? So. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal freundlich, dann schmeiße ich dich raus. So, meine Lieben, ich muss essen, trinken, versorgen wir uns und dann gehen wir direkt los. Ich mache einen kleinen Schnitt, sodass wir nördlich wieder uns zusammenfinden. Ich bin mal gespannt, ob wir hier was finden. Es sieht nämlich so ein bisschen so aus, wenn ich so gucke, als ob die hier das Land noch bearbeiten. Aber hier ist die nächste City eigentlich, ne? Guck mal, wie schön eben die Fläche hier ist. Da kannst du gut bauen. Da vorne hetzt irgendwas in Dia-Bildern, in Standbildern über die Map. Okay, jetzt bewegt sie sich schneller. Vor was rennen die weg? Eventuell von einem Bären? Wobei ich natürlich auch noch 5 davon brauche, ne? Wir probieren mal unser Glück. La, le, li, li.
doch, näher brauche ich ja nicht dran normal, ne? Ein Treffer war es, aber nicht dahin, wo ich wollte. Den musste ich jetzt machen. So, noch vier Stück, dann haben wir die armen Viecher dann endlich hinter uns. Also gut, ich laufe jetzt die Gegend noch mal ein bisschen ab. Wir schauen natürlich mal. Wir gehen in das Dorf auf jeden Fall noch mal separat vorbei. Ich will echt gucken, dass ich jetzt noch einen Bär finde, damit es bei uns missionstechnisch weitergeht. Die Frage ist natürlich, weißt du, wie viel muss man drüber heben? Hast du gesehen? Der hat rechts neben den Kopf geschmissen. Da habe ich gerade hingezielt. Speer ist durch. Also, wenn ich einen Bär finde, sehen wir uns gleich wieder, ne? Komm, einen Versuch machen wir noch. Nee, der rennt weg. Bis gleich. Nach langem Suchen habe ich einen gefunden. Der Tag ist schon fast vorbei. Da hinten steht er, Leute. Wir prüfen mal kurz. Ich zeige euch auf der Map. Hier bin ich in dem Eck, ne? Wir gucken mal kurz. Ich habe 1, 2, ich nehme an, 4 Holzspeere reichen. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Deswegen machen wir nochmal ein paar. Dann haben wir den Bär, wenn das jetzt klappt. Und mir fehlen nur noch 2 Hirsche. Die mache ich dann auch noch heute, sodass wir im Frühjahr auf jeden Fall das Thema hinter uns haben. Und dann geht es dann weiter mit 7. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Wir müssen nur aufpassen, ich habe hier auch Wölfe nämlich gesehen gerade. Ach, die Federn. Seit wann sehen wir denn die Federn? Das ist ja mal geil. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen die ganze Zeit. Jetzt habe ich den Bär aus den Augen verloren. Ist das gut? Eigentlich nicht. Für den Bär vielleicht schon. Ja, Wahnsinn. Aber jetzt habe ich ewig gesucht. Ich bin schon so ein bisschen dranig jetzt, ne? Wie viel Speere wird der wohl brauchen? Eigentlich müsste da ja auch einer reichen, wenn man es theoretisch, ne? Wenn du direkt richtig triffst. Okay, ich gucke natürlich links, rechts, ob ich noch mehr als den einen sehe. Hier steht er. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der keinen random Spawnpunkt hat, sondern dass die bei jedem hier stehen. Könnt ihr gerne mal Bescheid sagen, ob ihr euren auch hier gefunden habt. Brauche ich eigentlich nicht schleichen, ne? Sobald er auf mich zurennt. Das war schon mal ein Treffer. Oh, ist der... Okay. Ich dachte, dass er wenigstens auf mich zurennt, aber im Moment bin ich mir noch nicht sicher, ob nicht noch irgendwo einer sitzt. Leute, noch 2 Hirsche. Das passt doch. Dann sehen wir uns praktisch morgen. Neues Level bei Jagen haben wir bekommen. Lass mich mal kurz reingucken. Ist das gerade das, was ich die ganze Zeit warte, der Punkt? Pferdenleser, Verfolgung von Tiere. Ja, die wollten wir doch, ne? Oh. Siehst du das? Da ist der nächste Bär da hinten, ne? Das ist ja krass. Ganz leicht habe ich es jetzt... Ajo, da sieht man es gut, aber den Bär habe ich ganz leicht gesehen. Und warum? Weil der rot angezeigt wird, weil er aggro wird, ne? Ich nehme an, Wölfe werden auch rot. Füchse? Nicht. Oh, der war aber eigentlich ein guter Treffer. Oh, so ist ja auch geil. Huch. Gut, jetzt war ich zu hektisch. Ich habe keine Energie, deswegen schmeißt der so grob, oder? Ich muss gerade lachen. Weißt du, weil du so halbherzig das Ding da hingefeuert hast, nach dem Motto, kein Bock mehr. Jetzt haben wir einen Bär gemacht. So habe ich mir das vorgestellt. Predator-mäßig. Alles klar, also ihr seht, ne, ich bleibe jetzt hier, mache noch das eine Rehle. Dann sehen wir uns morgen zu Hause auf dem Hof. Letzter Wintertag. Lassen wir uns natürlich nochmal gut was einfallen. Bei Inga müssen wir auf jeden Fall mal wieder vorbei. Einfach auch schon mal zu gucken, ob es ja nicht schon mit einem anderen durchgebrannt ist. Und dann, meine Lieben, dann gehen wir ins nächste Jahr rüber. Ein Treffer war es, ne? Muss mir gerade kurz Speere machen. Und ich habe die ganze Speere rausgeholzt. Jetzt bin ich ständig auf der Pferdenlesersicht drauf. Und das Problem ist, mit der Pferdenlesersicht, dass du dann kaum Energie hast, ne? Dann holst du die Speere so kurz vor dich hin. Komm, ich mache mir nochmal Fuhre. Ich will das jetzt erledigt haben mit euch heute. Weißt du? Dann können wir uns wieder um andere Dinge kümmern. Weil so eine Jagdquest, die war schon ordentlich. Die ganzen Viecher erstmal finden, dann so viele gleich bei den Hirschen, ne? So, komm, letzte Möglichkeit.
Wo war denn der gerade hier? Bleib stehen, Digga. Ich muss erst meinen Holzspeer anlegen. So. Eins. Der kommt ja direkt auf mich zu auch noch. Jetzt hat er mich gesehen, das war klar. Das war doch klar, aber ich bleib mal an dem jetzt dran. Ich weiß nicht, wo die anderen alle hin sind. Die sind wahrscheinlich jetzt bei uns zu Hause in der Butze. So. Ich sehe ihn, ihr seht ihn. Rechts ist noch einer, falls wir den jetzt nicht kriegen. Ja, also. Der Einfallsreichtum. Dann lesen wir uns jetzt nochmal durch. Gewinne Dynastie, Reputation 1000. Und wir haben schon 927. Ha ja, also. Dann machen wir einfach noch ein paar Missionen im Dorf. Schöne Geschichte. So, bevor jetzt noch irgendwas schief geht, meine Lieben, ich esse jetzt nochmal mit euch die letzten Fleisch. Das letzte Fleisch. Das reicht, um heimzukommen. Nochmal einen Schluck aus der Pulle, auf die Map geguckt und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Stunden Schlaf in-game kriege, bevor der neue Tag dann anbricht, ne? Hey, wir sind jetzt halt hier am Bobbes der Welt. Aber für uns kein Problem. Ich laufe jetzt beim Unigos vorbei und dann sind wir auch gleich daheim. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Haben wir mal eine komplette Jagdquest gemacht. Zwei Wintertage waren wir unterwegs, ne? Haben aber jede Menge Fleisch. So, bis morgen.